von mir, Xander 10 Alpha. Und ja, und bevor wir jetzt hier erstmal reinstarten, erstmal vielen, vielen Dank für diesen krassen und kranken Support, Leute. Also die Aufrufe explodieren ja förmlich. Das ist ja wirklich krass, wie ihr das supportet. Also riesen Respekt an euch, Jungs und Mädels. Feier ich mega. Gehen wir in den Kampf rein. Bevor lesen wir noch einmal den Flavortext vor. Sultana. Nach dem frühzeitigen Ableben des Sultans ist sein Herrschaftsanspruch an seine Frau gefallen. Die Sultana kann nun allen beweisen, dass wenn sie der Sultan doch nur mehr an ihren Rat gehalten hätte, er nicht so früh den Schlaf der Alte hätte schlafen müssen. Ja, hätte er tun sollen, aber bye bye, Bro. Commander. Der Commander, der im Namen anderer kämpft, wird gegen seine Feinde bis zum letzten Mann kämpfen. Seine Mission: Sieg durch maximale Effizienz. Er schickt die stärksten Truppen, die es gibt. Er selbst, ein extrem erfahrener Kämpfer mit vielen Strategien und Techniken. Seid gespannt, was euch erwartet. Und ja, würde ich sagen, wir fangen an und ich guck mal, wie schnell das Ganze ist. Pause. Okay, ich merke gerade etwas zu schnell. Über 1000. Nee. Neustart. Wir gucken uns jetzt auf der einen Seite den Commander an, auf der anderen Seite dann Sultana. Let's go. So, können wir erst wieder wegmachen. Ja, der Commander, wie man sieht, relativ schnell aufgebaut, was die Steine angeht. Mühle relativ schnell gesetzt. Genau wie die zwei Tanner. Ebenso die ganzen Torhäuser. Noch mit dem Startstein. Jetzt sind schon alle vier Torhäuser gesetzt. Und somit ist die Burg komplett einmal umrunden und abgeschlossen. Verteidiger werden geschickt. Und ja, die Außenwirtschaft wird aufgebaut. So, Tanner gucken uns, wie gesagt, ja, nächste Runde dann genauer an. Zum Commander. Können wir uns kurz gucken, wie die Statistik aussieht. Boah. Gerade noch nicht so spannend. Noch ein bisschen schneller. Genau. Eigentlich wollte ich den gar nicht erst bauen. Ich wollte keine KI reinschicken ins Turnier. Und siehe da. Es ist jetzt doch eine da. Warum? Ja. Ihr kennt vielleicht den Bad Knight. Und der Bad Knight ist ja die Kombination an Ixara und mir. Und naja, dann haben wir so miteinander gesprochen auf Discord und da meinte so Ixara so, yo, wir müssen mal den kleinen Modern zeigen, wo es lang geht. Und das war so eingebildet, sowas von so hochnäsig, will ich es mal bezeichnen. Sorry, Ixara, ist nur Spaß. Ja? Geht ja ein bisschen um Trash-Talk und so, ein bisschen Spannung reinzukriegen. Und ich war so hart getriggert, dass mir die ganze Woche habe ich mich hingesetzt. Ich habe mich von Kari Lotus und Ixara beraten, das eine KI zu bauen. Die beiden wussten lange Zeit nichts davon. So, und das einzige Ziel, was ich habe, erster Batman rausgeschickt, aber ich glaube, die kommen nicht weit. Nee, die kommen wirklich nicht weit. Interessante Burg, die die Sultana baut. Ich wollte schon sagen, Ixara. Genau, und dafür war ich so hart getriggert, dass ich dann halt eine KI gebaut habe, die auf maximale Effizienz geht. Und zwar ein Thema Aufbau. Das ist nämlich auch sein Charakter von diesem Dude da vorne, dass der wirklich maximal darauf geht, den Gegner zu flexen. Wie gesagt, hier ist ein einzelner Burggraben, nicht komplett zu, halt Zugang zu den jeweiligen Toren. Ebenso hier, 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 das wir noch nicht sehen. Dann kommt noch hinzu, dass ja, das Pech einen Pfeil davor ist. Und, boah, wie viele Feuerballisten. Er hat 6 Stück an der Zahl. Und auch eine dicke, auch relativ schnell. Wie weit haben wir es jetzt schon im Spiel? Oh, geht vollkommen klar sogar. Interessant, sehr interessant. Müssen wir uns aber nächste Woche nochmal, nächste Runde ein bisschen genauer anschauen. Ja, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Mir fällt das schon gleich wieder ein. Ah ja, genau, es hat auch sehr auf Effizienz gebaut. Ich habe mich halt mit der Meta beschäftigt. Und deswegen ist zum Beispiel hier der Kornspeicher so gebaut. Es hat einen speziellen Grund, damit einfach die Bäcker einen relativ kurzen Weg haben. Und auch die Waffenproduktion ist sehr dicht an der Waffenkammer gebaut, damit die Waffen sehr schnell geliefert werden. Mit negativem Angstfaktor, wie man sieht. Ne? Und er verkauft halt permanent Nahrung. Und die Waffenkammer wird so groß sein, dass da 8 Waffenkammern drinne sind. Und damit halt die KI wirklich nur noch Waffen verwendet, die sie halt dann auch, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr kauft, sondern halt produziert.
Können wir uns kurz die Außenwirtschaft anschauen. Sultana hat 1, 2, 3, 4 Steinbrüche relativ gut platziert, würde ich sogar behaupten. So, die zwei Flächen, sie gefallen mir sehr gut, auch mit den Ochsenjochen. Gefällt mir alles sehr gut, weil hier sind 3 Stück und hier sind 3 Stück. Das ist nicht schlecht. Das ist hier oben. Der Weg ist halt einfach weiter, wie man sieht. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eisenminen. Okay, also ähnlich wie bei mir. Ich habe nämlich auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eisenminen und 1, 2, 3, 4 Steinbrüche. Also relativ sinnvoll. Mal gucken, wie spät es ist. Oh ja, die Truppen steigen auf jeden Fall. Und jetzt rennt der, jetzt läuft der Commander los, ne? Hier, wie man aussieht, mehrere Vorturmballisten und Mangeln am Start auf einen Turm. Kommt vielleicht nicht bei jedem gut an, aber ich finde, das passt zum Charakter sehr, sehr gut. Und jetzt hier siehst du ja auch, auf den Türmen werden ja auch viele Ballisten eingesetzt. Es macht im Endeffekt nicht so einen großen Unterschied, weil er halt eben nur zwei Türme halt einsetzt. Und da hätte man hier noch einen Turm hinsetzen können, hier noch einen Turm hinsetzen, dann wäre noch mehr eine Tanky halt erreicht. Das wollte ich aber nicht zu krass tanky machen, der ist schon tanky genug. Deswegen habe ich einfach mehrere Turmballisten mit einer Mangel halt draufgepackt. Und das ist, finde ich, vollkommen legitim, passt zum Charakter. Es geht ja darum, auch ein bisschen zu tricksen. Dafür ist die KI auch ausgelegt, weil die eigentlich gegen Spieler ausgelegt ist und sagt eigentlich, ja, na gut. Ich will ehrlich zu euch sein, die ist ausgelegt, Xkara einfach vom Feld wegzufegen, um zu sehen, yo, tschüss, da soll nichts mehr sein, der muss weg. Weg mit dir, Sultana. Erstmal vor die KI trashen. Nein, nein, also Sultana auch sehr solide gebaut. Sieht schön aus. 1, 2, 3... Warte mal. 1, 2, 3, 4. Und eine Kirche. Warum stehen da so... Hä? Was? Was? Warum steht ihr da? Was macht ihr hier? Warum... Egal, ich finde, da fragst du nicht. Manchmal backt die KI immer noch rum. Es ist total weird. Und der erste Angriff kommt. Vom Commander. Und wird abgewehrt, Und... Ah... Oha, Pikiniere, los! Und hier ist der eine Schwertkämpfer, das soll also der General symbolisieren. Genau, der Angstfaktor ist auf 4, kann aber auch auf 5 gehen. Ich weiß, am Anfang ist der auf 5, dann wird das später wieder auf 4 runtergegeben. Okay, wir greifen die Türme an. Oha, 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 der Damage ist hoch, Was ist hier los? Okay, die Tor ist offen, Oh, ich sehe, dass der Keep versetzt wurde, sehr interessant. Nein, nein, ah! Und Sultana greift an. Okay. Die Briten-Bogenschützen sind gelaufen. Ein paar Schwertis und ein paar Assassinen. Die hier jetzt nicht so viel ausrichten können. Anscheinend. Und ein Verteidiger. Ja. Du bist mein Held. Crazy ist das. Genau. Also hier sind also 5 Feuerballisten. Hier ist eine. Hier sind 3. Und... hier ist noch eine dazu. Und ja, mit Bierproduktion und Brotproduktion. Und ein fettes Vorratslager, wie man sieht. Ne, das ist ja auch hier die Idee. Fettes Vorratslager, fettes Waffenlager. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie schnell die KI rekrutiert. Wenn die dann das Geld hat, dann zieht sie einfach das durch. Können wir gleich noch mal ein bisschen genauer ansehen. Und ja. Der Turm hat großen Schaden erlitten, sehe ich gerade. Spannend. Also echt spannend, was hier los ist. Krass. Los, Assassin. Sorties? Ich weiß es gerade nicht, aber hier die Sklaven kommen nicht durch. Nee, die Sklaven kommen nicht durch. So, und jetzt sehen wir die ganzen Holzfäller. 16 Stück an der Zahl maximal, um schnelles Holz reinzukommen. Weil Leute, wenn ihr so eine fette Brotproduktion habt, dann müsst ihr auch viel Holz haben. Und ich repräsentiere die Meta 1.3, damals noch mit Brot oder fetten Waffenproduktion. Und Karilotus präsentiert so ein bisschen die Meta 1.4 mit frühen Angriffen, sehr vielen Apfelfarmen. Weil da gibt es auch so ein paar Tricks, die mit den Apfelfarmen zu verwenden. Also Nomade ist echt ein ziemlich kranker Shit. Was aber auch interessant ist, ich finde so eine Rusher-KI, das sieht man viel zu selten in Stronghold, was ich sehr schade finde, weil das Potenzial ist einfach extrem hoch. Und jetzt labere ich ein bisschen weiter und hör mal, komm her, Speed mal ein bisschen auf 500. Bis dann wieder was passiert. Und der nächste Angriff kommt. Okay, ich kann wieder runterstellen. Wow. Könnt ihr euch mal entscheiden hier. Ich bin hier. Was soll das hier? Mann. Aber halt... Ja.
tut halt weh, ne? Tschüss. Okay. Und der nächste Angriff vom Commander. Oha, er sammelt sich hier oben. Er kommt raus. Ah, die Feuerwerfer. Nein, meine Briten. Du bist noobig, Commander. Du hast deinen Job nicht erfüllt. Du hast deinen Herrscher enttäuscht. Boah, krass, was ist hier los? Ich sage, die Piken sind einfach krass. Aber dieser verdammte Angstfaktor-Bonus ist so heftig, weil die Piken sind halt... Boah. Nicht gerade sonderlich... Ja, wow, also ich glaube... Da passiert nicht sonderlich viel. Kommen die rausgesprudelt. Und er zündet seine eigenen Einheiten an. Wie noobig ist das denn? Übel krass. Ja. Und wir haben 2 Punkte. Ne, also für beide KIs hier. 2 Punkte on the barbecue. Wer holt die Punkte? Wer hat Lust, sich das Stück auf dem Grill zu holen? Sultana oder Commander von Xanatin Alpha? Warum mit Xanatin Alpha draufsteht, ist einfach, ich schicke sozusagen diesen Commander in die, ja, wie soll ich sagen, in die Wüste. Und jetzt sieht man nochmal, wie schnell der eigentlich rekrutiert. Also nonstop. Einfach weil Waffen. So, ne, Waffen sind halt einfach broken. Und das sind viele Waffenproduktionen mit sehr effizienter Setzung. Ja. Aber darauf basiert die KI auf. Das ist auch so ein bisschen der Trick. Effizienz. Darauf ist die KI auch so. Die ist nur auf Effizienz ausgebaut. Was das seinen Charakter perfekt widerspiegelt. So, jetzt mal hier ein bisschen schneller. Passiert gerade gar nichts. Auf 500. Können ein bisschen Statistik beobachten. Und ja. Auf jeden Fall, also ich merke schon, echt actionreicher Kampf, es gefällt mir mega, mega gut. Ja gut, die Sklaven kommen einfach nicht durch. Ja, würde ich mal ein bisschen warten, bis dann irgendwas... Oh wow, könnt ihr euch mal entscheiden, ich wollte jetzt gerade ein Speed-Up machen. Nein, kein Speed-Up, jetzt kommt ein Angriff. Ey, Action ist am Start, wie schnell der Truppen rauskriegt, holy crap. Tschüss. Okay, 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 wie viele Truppen hat jetzt Sultana? 300. Das müsste Commander nicht schaffen. Aber der Turm ist down, der Turm ist down. Von den Triebwerken zerstört worden. Ladies and Gentlemen, was ist hier los? Was ist hier los, verdammt nochmal? Warum geht der Assassin nicht hoch? Okay, Platz hier rein. Sie stürmen die Burg. Sie stürmen die Burg. Kann Sultana was ausrichten? Oder ist er dort dran? Es sind genötige Pikiniere. Oh mein Gott, was ist hier los? Es kommen noch welche nachgerückt. Aber nein, das schafft dann Stop, das wird nichts. Obwohl, es kann sein. Feuerwerfer noch am Tanken hier. Ein einziger sogar. Aber ein einziger macht sehr viel aus hier in dieser engen Feste. Und es ist knapp abgewehrt. Oh nein. Oh nein. Commander, was hast du getan? Du Noob. Okay, ich beleidige meine eigene KI. Aber hey, was soll man machen? Und jetzt sind alle Waffen, kann man da. Und jetzt kann man sehen, wie schnell er rekrutiert. Bzzzt. Aber so schnell hier im Speed-Up. Oh ja. Boah, 700 hier. Ah, war da hier? Bzzzt. Sieht man einfach hier. Ich meine, das Geld ist einfach übel lit. Und ja, jetzt sieht man auch Außenpatrouillen ein bisschen am Start. Und ja, effizient, würde ich sagen, gebaut. Wenn das Feuer hier anfängt. Ne? Ah ja, genau. Genau, zu diesem Pechgraben hier. Hier ist so ein Pechgraben, ne? Und ich bin dumm. Ja, ich war nicht so intelligent. Und zwar der Pechgraben ist genau ein einziges Feld lang. Und jetzt stellt euch mal vor, hier vorne wird der Pechgraben angezündet. Okay, das ist teuer auf Dauer. Aber okay. Bye-bye, Feuerballiste. Und stellt euch vor, hier wird der Pechgraben angezündet. Und ihr seht die ganze Zeit irgendwelche Arbeiter hier halt hin reinrennen. So, was passiert dann? Er zündet dann natürlich direkt alles an. Und nächster Angriff. Sammelt auf den Wellen. Crap. Na! Nicht so schnell. Los! Tackle! Los, Commander, tackle! Okay, irgendwie ist das gerade merkwürdig mit dem Sammelverhalten hier, aber hey, gehört dazu. Okay, der Angriff kommt. Was ist hier los? Was ist hier los? Oh Mann! Schafft es der Commander? Nein, er schafft es nicht bei den ganzen Truppen, die hier sind. Guckt euch das an. Nein, er schafft es nicht im Ansatz. Aber wir haben es erst Oktober 96. Hier mal ein bisschen weg. Ein bisschen mehr Sicht. Au, au! Oh, ah, nein, nein, keine Chance. Kommt jetzt alle. Yo, warum kommt ihr erst jetzt, Bro? Wir brauchen euch früher.
Was ist das hier? Also echt, die Bugs sind echt wieder real. Die Bugs wollen echt alles zerstören hier. Unfassbar ist es hier. Unfassbar. Mann. Commander, ich habe mehr von dir erwartet. So. Jetzt rekrutiert er erstmal wahrscheinlich gar nichts, weil hier noch so ein paar Angriffseinheiten rumstehen, wenn ich raten darf. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Speed-Up. Bis wieder was passiert. Jo, das Goldgestecke ist einfach zu heftig, ey, vom Commander hier. Guck euch das an. Das ist einfach die Bugs, das gehört dazu. Nächster Angriff von Sultana. Wir werden überfallen. Okay. Und wir backen gerade beide ein bisschen rum. Was mega weird, was hier los ist. Aber gehört dazu, Leute. The show must go on. The show must go on. Aber hier seht ihr das mit dem Feuer. Es ist so bescheuert. Ah. Okay, gerade. Ja, ja, ja. Feuer brennt euch alle nieder hier. Der Commander müsste jetzt bald auch angreifen. Er ist jetzt fast soweit. Kann ein bisschen Speed haben. 500. Guck das an, wie schnell der rekrutiert. Das ist einfach so. Crazy shit. Das ist crazy. Das ist einfach crazy. Meiner halt rekrutiert ja kontinuierlich, aber spammt einfach raus. Ja, noch knapp 100 Jahre Zeit. Also ich bin da ganz gespannt. Oh. Au. Oh. Ohne Verteidiger. Hat der immer noch seine Angriffsarmee da oben oder was? Wo wollt ihr denn ganz hin? Ah, die wollen da hoch. Okay, verstehe. Okay, das ist... Na gut, ein Teil ist noch hier oben. Okay. Los. Tackle, Commander. Ergreif sie an. Ja, schön. Los hier pieken. Zerstört ihn. Zerstört Sultana. Ihn. Zerstört sie. Boah. Jetzt werde ich gefeindet. Ja. Jetzt greifen die doch. Es ist doch weird, ey. Oh, 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 oh. Das Geflexe. Das tat weh. Ja, toll. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Habt ihr super gemacht. Egal. Und... Ja, chillt doch mal. Hier ist auch kein Feuer mehr. Ihr seid schon tot. Okay, das war der Angriff. Also speeden wir das ab, weil das kann jetzt Ewigkeiten dauern, bis das wieder weg ist. Würde ich sagen, bis gleich. Okay, anscheinend weiter angefangen, Sultana. Sehr viel, also echt interessant, wie konstant doch die Belagerungsgeräte geschickt werden. Das ist wirklich interessant. Boah. Das Pech ist einfach nur böse. Das ist einfach nur böse. Aber hey, der Commander rekrutiert wieder. Party. Boah, war ich gut in der Ich habe keine Ahnung, woran diese Bugs jetzt liegen, aber hey, das ist Stronghold, was wir machen. Bis gleich. Der nächste Angriff. Von Commander. Wieder 8 Belagerungsgeräte. Interessant. Warum greifst du das an? Das musst du angreifen. Das da. Lol, wie viele Truppen waren das jetzt? Okay, das waren viele Truppen. Du hast eine Chance, Commander. Nutze. Ah, egal, nutze sie nicht.
Oh mein Gott, warum kriegt es sie nicht down? Was ist dein scheiß Problem? Krieg ihn down, das ist deine Aufgabe. Dafür habe ich dich designt. Die einzige Aufgabe ist, Xkaras KIs einfach zu vernichten. Mehr hast du doch gar nicht als Aufgabe. Mach es endlich. Was ist hier los, ey? Aber gut abgewehrt von Sultana. Ich bin bitterböse enttäuscht als... Toll, habe ich gerade gesagt, dass ich enttäuscht von mir selber bin? Ich denke ja. Okay, nein, das nehme ich sofort zurück. Okay, Leute, dann bis später. Nächster Angriff von Sultana. Oh, ist ein langsamer, chill. Aber er sammelt sich wieder hier oben. Das ist genauso wie bei meiner KI. Was ist hier los? Ich kapiere es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Aber gut, ich muss es wahrscheinlich auch nicht verstehen. Naja, gut. Nächster Angriff vom Commander. What? Was ist hier los? Was? Ah, ich kapier's nicht. Ich raste aus, verdammt doch mal. Es ist fast 2 Uhr morgens. Warum machst du das? Oh. Ey, die KI mag mich nicht. Die mag mich nicht. Wisst ihr, das ist wie so ein kleines Kind, was die ganze Zeit irgendwie Mucken macht. Bruder, ich hab dich doch... Ah, egal. Jo, okay, aber viele... Wow, wow. Ja, okay. Nee. Nee. Au. Ah, doch, also die Feuerwerfer sind brutal. Jo. Warum laufen die teilweise wieder zurück? Was ist das denn? Also kapieren tue ich das Ganze so oder so nicht. So oder so ist noch ganz kurz zur Erwähnung. Die Seite ist für jede KI eigentlich besser, besonders zum Beispiel für den Commander. Einfach weil die Bauern ja sozusagen hier nach unten rauskommen. Und dann ist das ein bisschen besser als die Seite, weil die Bauer kommen dann dementsprechend nach... Ja, hier nach unten raus. Und dann baut sich halt die KI, ne? Weil ihr müsst euch ja Spiegelpaket vorstellen. Das sah ja gerade nochmal komisch auf. Naja. Würde ich sagen. Weiter geht's. Okay, nächste Angriff von der guten Sultana. Er sammelt sich wieder da oben. Alle auf diesen einen Fleck. Oh, egal. Ja, so kannst du beim Commander nicht durchkommen, wenn du mit so ein paar Sachen... Oh Gott, ey. Was willst du da auch machen? Wehe. Nein, nicht schon wieder. Nein, die ganzen Arbeiter. Ich habe so einen Punkt halt hier vorgesetzt, aber meistens triggert es dann trotzdem. Yo. Macht gut Damage. Ja. Okay, anscheinend weiterer Kampf vom guten Commander. Ich hab's langsam aufgegeben, dass es überhaupt noch einen Sieger gibt. Warum steht... Ah! Mit jedem Angriff, es macht mich nur noch mehr saurer. Und es ist schon verdammt spät. Ich glaube, hier ist nicht.
Rennt ins Feuer! Yes! Dafür habe ich meine KI designt. Na gut, da sieht man einfach die Kinderkrankheiten. Warum kommt er jetzt mit den Truppen raus? Oh, so wird es nie einen Sieger geben. Sagt der Commander kommt zwar irgendwie durch, aber durch die Massen an Truppen von Sultana halt nicht. Wie man sieht hier. Da, aua. Jo, chill doch mal. Okay, au. Interessant. Boah, wie viele wurden jetzt weggeschnetzelt. Ja, okay. Ja, also ihr könnt da für die Ewigkeit stehen. Und ihr hier auch. Egal. Es nervt nur noch. Nice. Ich bin zufrieden. Ihr merkt schon, der Cast ist mega objektiv und mega gut. Ach, verdammt. Muss schon wieder das hochstellen. Ach, verdammt. Angriff von Sultana. Es wirkt so, als wenn Sultana angreift, dann fängt er irgendwie wieder an zu rekrutieren. Ja, genau, fängt er an zu rekrutieren. Das ist doch Wahnsinn. Mann, Sultana, mach doch mal was. Ah. Es ist frustrierend. Ich habe an meiner KI wirklich die ganze Woche lang rumgeschraubt und der Bug ist nicht aufgetreten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es muss vor am letzten Update gekommen sein. Was mit Sultana los ist, auch keine Ahnung. Oh Mann, das ist doch Wahnsinn. Liegt es am Wassergraben? Wahrscheinlich liegt es am Wassergraben. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wassergraben ist so extrem buggy. Macht der wieder richtig Spaß. Naja. Angriff von Commander und schon wieder. Ey, das ist doch nicht mehr lustig. Gerade wieder die Gebäude abgebaut. Boah. Wenn er die ganzen Briten Bogenschützen, die hier stehen, mal alles schicken würde. Ohne Witz, Sultana wäre so schnell down, aber er tut es nicht. Ah, ich verstehe es nicht. Aber beide KIs haben das Problem und ich kap hier nicht warum. Sieht man doch hier. Der Einzige, der noch ein bisschen Action reinmacht, ist der Commander. Und nicht die Sultana. Sag jetzt nicht, da sind irgendwie 800 Truppen drin oder so. Ja, natürlich sind da 800 Truppen oder so drin. Oh Mann, ey, das wird ja ein reines Massaker hier. Yo, Stack ist halt nicht OP-Kappa. Au. Wow, das war schnell, wie die Truppen abgestachelt worden sind. Das war ja richtig schlacht. Ich war richtig geschockt gerade eben. Was? Aber drei Türme sind geklärt worden. Oh Mann, drei Türme geklärt. Und lass mich raten, du machst nichts, ne? Du hättest so die Chance gehabt. Aber du nutzt es nicht. Dein Fehler. Wow, so schnell hätte ich erwartet, der Angriff. Okay. Ja, fast ja laufen lassen können. Schick doch mal deine Angriffseinheiten raus. Was ist denn hier los? Beide KIs am rumbacken. Ja, zum Thema Songwriting ist ein geiles Spiel. Ja, ist es, aber es nervt. Es ist frustrierend. Und Feuerballisten sind ja gar nicht OP. Die können so gut einhalten, was die Tür wegsteht. Das ist einfach krass. Ja, das war's anscheinend schon vom Angriff.
Angriff von Sultana, sehe ich gerade. Habe ich beinahe verpasst. Aber was echt interessant ist, und das kapiere ich gerade auch nicht, warum ihr spackt gerade alles ganz viel, aber er baut immer alle Belagerungsgeräte auf. What? Was ist hier los? Er baut sie immer nach. Es gibt kein... Er baut nur keine Racing Siege Engines. Aber die Attack baut er. Was mit Angriff? Ich glaube schon. Angriff vom Commander. Warum? Oh Mann. Ey, ich kapiere es nicht. Jetzt schickt er die raus, jetzt schickt er die raus. Es ist halt permanent das gleiche. Wisst ihr, hier sterben die Assassinen. Es ist so wie ein Déjà-vu die ganze Zeit. Guckt euch das mal an. Hier, jetzt kommen die wieder rausgespammt. Wow, jetzt öffnet er das. Jetzt rennen gleich die ganzen Truppen hier nach. Das, was halt übrig ist. Dann, mal gucken, wie die sterben hier gerade. Nein, ich will keine Verbündeten sehen. Ich möchte gerne sehen, wie viele Truppen mich abkratzen. Geht ja sogar noch. So. Ist immer wieder. Das ist gut. Macht das mal los. Los, Berittene. Macht einmal was Sinnvolles. Und es sind immer nur ein Teil, was denn geschickt worden ist. Oh Mann, warum schickt der Wender nicht alle? Die Truppen sind verloren gegangen. Oh, einige. Jetzt heißt es wieder warten. Yay. Angriff von Sultana, endlich. Boah, es hat sich so festgefahren, das Spiel. Das ist krass. Heftig. Na gut, meine KI ist, dient eigentlich nur dazu, die Sultana platt zu machen, nämlich Xcara zu zeigen. Junge, so arrogant sei bitte nicht. Sag alles im Spaß, Xcara, ne? Aber... Wenn er die Assassinen vorschickt und die Truppen weg und es funktioniert das nicht. Der Feuerwerfer? Ich korrigiere, er hatte Feuerwerfer. Wie weit ist jetzt mein Commander? Das kann auch lange Zeit dauern, bis der fertig ist. Wie gesagt, 1300 ist Schluss. Ne, macht mal was. Der Kill oder Timeout. Von Commander. Boah, die Motivation ist sowas von da. Krass. Nein, das ist ja irgendwie schon lustig, aber es ist irgendwie so... Oh, so viel geupspeeden, ey. Das ist schon... Was ist das hier? Warum ist die ganze Burg voll Einheiten? Und es passiert das Gleiche. Es passiert... Wo zum Teufel sind das die? Ja. Ich bin jetzt gespannt, wie das jetzt wird. Okay. Piken, ich glaube an euch. Macht die Ritter... Ritter? Die Briten Bogenschützen fertig. Ah, ja, ja, ja. Boah. Graf. Oh, das sind viele. Au, au. Oh Mann, ey, das ist ja fein sein. Oh, er hat sich ja rein, das weggeflexe. Jo, was für ein Knubbel ist das? Damn, Knubbel auf Extrembasis, ey. Oh. Was? Lol. Was?
Lol. Lol. Vielleicht gibt's doch noch einen Kill. Ich bin gerade leicht schockiert und irritiert. Wenn es einen Kill gibt, ich freue mich. Ich bin der sich am meisten freuen hier wird. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass der da so krass durchrusht. Angriff von Sultana. Greift wieder vernünftig an. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, wir haben es doch noch nicht ganz geschafft. Warum greift er jetzt da oben an? Was ist hier los? Aber er setzt die Katapulte wieder richtig. Nimm dir daran ein Beispiel, Commander. Los, du bist doch eine Flex-KI, Commander. Gut gemacht, Sultana. Naja. Ich glaube, das gut gemacht ist etwas zu früh gesagt. Ich glaube, dein Ersteller wird nicht gerade impressed sein. Xcara, es gibt noch viel zu bugfixen. Genau wie bei mir. Ach, come on, das ist doch sad. Mann. Oh, ich vergesse jedes Mal, ich muss erst den Speed machen und dann den... Ah! Ja, ich finde das... Ich finde das schön, diese Grafik zu zeigen, weil dann sind wir mit Statistik schnell und ich meine, das wird eh gespeed up, also... Juckt kein. Bis gleich. Angriff vom Commander mit 1500 Truppen. Angriff von Sultana. Warum? Ich bin da schon genug gequält. Ah, guckt euch das an. Beide KIs backen rum. Er schickt mal seine Leute raus. Welches Jahr haben wir nicht? 61, okay, doch, der Angriff geht noch, der Angriff geht noch. Krass. Oh Mann, oh Mensch, was ist hier los, ey? Wenn, dann schickt er die gesamte Infanterie raus. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ja, yo. Yo, yo, yo. Ja. Was? Okay. Wir haben einen Kill. Eine Botschaft. Ich glaube es nicht. Kommt an unsere Mauern. Wir fürchten uns nicht. Wir haben einen Kill. Wir haben einen Kill. Ich glaub's nicht. Oh Mann. Hä, relativ oh, ich muss erstmal auf klarkommen, ey. Jungs und Mädels. Oh, ladies and gentlemen. 2 points vom Grill für Commander. 9000 Waffen produziert. 600.000 Nahrung. Ja, 600.000 Nahrung. Jo. 600.000 Gold, 70.000 Nahrung, 8.000 rekrutierte Truppen. 1-0 für den Commander. Ich hätte nicht geglaubt, dass noch ein Kill passiert. Ich glaub's nicht. Faszinierend. So, ich mache jetzt hier erstmal einen kurzen Cut. Ne? Kann ich mir die Position machen. Ich brauche ganz kurz ein bisschen Fahrminutenpause. Gleich geht's weiter. So, würde ich vorschlagen, starten wir Runde 2. Ich bin motiviert, aber echt, der Kampf gerade hat mich echt fertig gemacht. Er hat mich fertig gemacht. Krass. Wollte ich mal sagen, es geht los. Pause.
Ja, ein bisschen runter. 50. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gucken wir uns genau was Sultan da an. Interessante zweite Burg. Doppelter. Boah, wie hat er das gemacht? Einen Step, beide Burgen. Hier beide Burgringe. Sultan auf Crack. Krass. Gefällt mir. Sehr schöner Bild. Sehr schön smooth. Können wir ein bisschen schneller machen. Auf 150, denke ich, okay. Schön, dass er Getreide kauft. Sehr wichtig im Early. Warum baut er jetzt schon die Brunnen? Ein, zwei... Das ist so eine Geldverbrennung. Ja, hat schon keine Kohle mehr hier. Da. Ha. Ha. Du bist effizienter aufgebaut. Jetzt seht den Nachteil. Da. Er kriegt kaum die Leute zusammen, was letztes Mal nicht der Fall war, weil er die Burgen sozusagen von vorne nach hinten baut. Und weil die Leute sozusagen nach hinten spawnen aus dieser Sicht, werden die immer überbaut, die Arbeiter. Deswegen ist sozusagen diese Seite für alle KIs, einfach weil die sehr möglich rauskommen, die Leute, im Nachteil. Wie ihr seht, baut er von, ne? Der kommt jetzt hier vorne raus, meine ich dann natürlich. Also sozusagen, der Arbeiter kommt hier raus, seht ihr den? Und das wird gleich überbaut. Und jetzt kommt dieser Typ hier. Toll, was ein Vorführeffekt. Ey, jetzt macht das mal vernünftig. Egal, ich hoffe, es ist verstanden, dass man die Spawnrate... Es ist ein Nachteil, kurz gefasst. So, zurück zu Sultana. Interessante Burg habe ich so... noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, welche Burg das ist, aber auf jeden Fall sieht die interessant aus. Gefällt mir. Ich weiß nicht, irgendwie hat die Burg was. So drei Türme in der Mitte, das ist echt cool gemacht. Na gut, die Sklaven können auch nichts machen. Spielen wir auf 200. Außenwirtschaft brauche ich aber diesmal zu erwähnen. Hat ja auch relativ viele Holzfäller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Holzfäller. Wahrscheinlich werden es noch mehr. Wow, also... Ja, so kann man die Zeit auch verbrennen. Beziehungsweise Laufwege einfach abusen. Weil die meisten Laufwege, damit gewinnt man. Leute, neues Ziel fürs Turnier. Mit den meisten Laufwege gewinnt man. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt sind gerade auch technisch aus. Also Commander vorne, aber das war auch ehrlich gesagt zu erwarten. Und bitte, es backt nicht nochmal rum. Das war ja gerade absolutes AIDS. Das war absoluter AIDS. Wisst ihr, ich sitze seit ein paar Stunden. Das ist echt... Ich war nicht gerade begeistert. Das hat man, glaube ich, auch rausgehört. Aber hey, das gehört nur mal dazu. Da seht ihr eine Live-Reaction. Eine echte Reaktion. Und nicht, dass es gespielt ist und geskriptet und so weiter. Nein, ich habe kein Skript neben mir liegen. Ich rede einfach frei Schnauze. Das mache ich immer. Außer bei dem Ankündigungsvideo. Was übrigens unten verlinkt ist. Nochmal weiter. Hallo, Sultan. Hast du keine Nahrung? Junge. Warum hast du keine Nahrung? Weil... Warum? 1, 2. Weil wahrscheinlich die Getreidefarmen zu spät platziert sind. Ah, haha. Also ich hätte diese Reihe später gesetzt, also dass der Baumeister später kommt, als Baumeistergilde, also das hier. Weil ab dem der Zeitpunkt, wo die Baumeistergilde kommt, setzt er sofort diese ganzen Dinger. Ich glaube, ich gerade schon mal erwähnt. Und ja, das ist ja nicht mehr so beim Commander. Da habe ich halt drauf aufgepasst. Haha. Aber ich finde die Burg sehr cool. Irgendwie gefällt sie mir. Ey, komm, jetzt will ich einen Angriff sehen. Hier, Tempo. Bald euch. Mann. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das gerade fandet mit dieser Ansicht hier. Ich fand das immer ganz cool, weil dann sieht man halt hier in den Seiten die Burgen und hier an der Seite auch eine Burg, ohne sich halt zu bewegen. Und dann sieht man hier sozusagen, was ist interessant und was los ist. Und das meiste erkennt man ja hier sogar auch durch. Ne? Und wenn das auch noch weg, dann sieht das eigentlich mega, mega professionell und mega, mega gut aus. Genau. Ja, kommen wir zu Spiel 2. Ich will jetzt endlich mal einen Angriff sehen hier. Ich laber so lange weiter. Ich mach noch keinen Speed-Up hier. Erster Angriff! Woo! Von Commander. Sultana, was ist los? Das funktioniert. Okay. Bitte. Bitte, es packt nicht rum. Bitte, es packt einfach nicht rum. Bitte, es packt nicht rum. Ich flehe euch an, dass das nicht rumbackt. Lol, wo willst du hin? Ah, die wollen zu den Torhäusern. Interessant. Okay. Pieken am Start.
Aber es geht um Invar, unterschätzt es nicht. Invar gibt's auch noch. Okay. Aber der Angstfaktor, es ist halt... Oha, ist durch. Interessant. Ist es jetzt schon das Ende? Ist es das Ende? Es kann das Ende sein. Ladies and Gentlemen, es kann das Ende sein. 2 Punkte auf dem Grill. 2 Punkte on the Barbecue. Wer holt sie sich? Ist es der Commander das zweite Mal? Holt er sich 4 Punkte insgesamt? Es sieht nicht gut aus für Sultana. Es sieht nicht gut aus. Oh nein, sie stören den Keep. Und. Bitte. Das ist das Ende. Sultana, es tut mir so leid. Aber die hält echt viel aus. Hier, guck es an. Es ist nicht das Ende. Oh Mann. Was? Wie schwach sind die Pikiniere denn, wenn sie einen negativen Angstfaktor haben? Habt ihr das gesehen? Wie scheiße sind die? Oder der Sultana ist halt einfach broken, heftig leben. Was ich nicht glaube, weil die hat irgendwie 1,5 oder so. Oder ein bisschen weniger. Der erste Angriff. So gefährlich. Ja, dann sieht man hier, wie der Commander eigentlich agieren soll. Komplettes Rausspam. Ja, so muss er funktionieren. Gut gemacht. Du hast ein Level Up verdient. Thumb Up. Daumen nach oben. Dafür kriegst du einen Daumen. Sogar Doppeldaumen. Cool. Doppeldaumen für Commander. So, Sultana. Mach ihn mal fertig. Mach den Commander mal fertig. Ich glaube, das ist zwar schwierig in der Situation zu machen, aber zeig ihm, was du kannst. Sieht momentan nicht allzu gut aus. Aber ich war auch nicht ganz fertig. Also, Sultana setzt ein. Waffenproduktion zum Verkauf ist eigentlich relativ sinnvoll. Brot, na gut, ist gut. Aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen weird, dass er zu früh die Dinger setzt und damit halt kein Getreide hat, wo er mit der Brot produziert. War lange Zeit im Negativ. Das hat ihn sehr viel Zeit gekostet. Die Bäckerei, setzt noch Bier ein. Bier. Wo sind die Schenken? Bin ich blind? Der hat keine Schenken. Hätte ich hier noch gesetzt? Warte mal, der hat doch genug Kohle dafür. Wow. Commander jetzt schon bei wie viel Truppen? Bei knapp 500 Truppen, Bruder. Okay, ich habe nichts gesagt, der zweite Angriff kommt schon. Chillt doch mal. Ich war noch gar nicht fertig mit Kommentieren. Kommt einen Gang runter. Ja, so muss der Commander funktionieren. Was für Unterdrückertruppen? Hey, das sind keine Unterdrückertruppen. Ich habe ihnen Auftrag gegeben. Oh ja, schön die Assassinen. Ja, macht ihr super. Assassinen, for go. Assassinen, for win. Los, stirbt das Torhaus. Okay. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Wie schnell jetzt? Gerade eben hat das Ewigkeit... Was? Warum? Das ist doch die schlechte Seite für den Commander. Oh, es muss an der Burg gelegen haben. Was? So ist der Commander im Normalfall. Jetzt habe ich nochmal hier im Prime präsentiert. Dankeschön, Commander. Oder Stronghold-Götter, Stronghold-Gott, dass du das entschieden hast. Cool. 730 Truppen, das ist halt echt viel in der kurzen Zeit. Und 881 Waffen rekrutiert. Rekrutiert? Produziert. Das ist schnell. Guckt euch diese Stats mal an. Oh, guckt euch das mal an. Und es sind hochwertige Truppen. Holy shit. Wow, also... Der erste Kampf hat mich mental total zerstört. Und der zweite war einfach nur befriedigend. Und Excara hier. Das mache ich mit deinen KIs. Hab Angst davor, für die Zukunft. Sag nie wieder etwas Böses über irgendwelchen Leuten oder sei nie wieder arrogant und meinte so, ich mach die eh schon fertig, zeigen wir den Climber, wie es lang geht. Nein. Hier ist Schluss. Das hat mich so hart getriggert. Heftig. Nein, Spaß, Excara. Ist alles nur ein Joke. Geht ja auch ein bisschen um. The show must go on. Darum geht's. Schreibt in die Kommentare, wie euch der Kampf gefallen hat. Und da kommen die ganzen Kommentare mit, oh mein Gott, der setzt so viele, unfaire Tools ein und so. Ja gut, ist eine Effizienz-KI. Eigentlich hätte ich gar nicht dabei sein sollen. Aber ich war so getriggert, dass sie dabei ist. Schreibt's in die Kommentare. Ich möchte wenigstens einen Kommentar lesen, wo drin steht, das ist Bug-Using, das ist unfair, das ist scheiße. Irgendwie sowas. Schreibt es rein.
Weil selbst negative Promo ist immer noch Promo. Ding, ding. Nein, Spaß beiseite, ne? Wird immer ein, zwei Kommentare gehen, das ist ganz klar. Man kann es nie allen gerecht machen. Aber ich glaube, das Turnier ist, denke ich, für allen ein sehr, sehr schönes, ja, einfach sehr schön für alle. Und deswegen bedanke ich euch recht herzlich, dass ihr das, dass ihr mir zugesehen habt. Und schreibt in die Kommentare, Feedback, alles Mögliche rein. Und wenn ihr welche Fragen privat habt, dann schreibt mich auf Discord an. Und wenn ihr sonstige Fragen habt, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist natürlich... Na, komme ich drauf oder komme ich nicht drauf? Das Ankündigungsvideo, wo nochmal alles erklärt wird, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und jetzt wünsche ich doch einen schönen guten Morgen, Mittag, guten Abend. Gehabt euch wohl. Xander Army. Bis denn und ciao.